Wenn ich mir die Geschichte ansehe, und das mache ich zurzeit oft, denn ich lese viele Geschichtsbücher, wenn ich betrachte, was heute passiert, gehe ich davon aus, dass in den nächsten 30 bis 40 Jahren vermehrt Krisen auftreten werden. Krisen, die nicht nur die Gesundheit der Menschen bedrohen, sondern auch die Stabilität der Regierungs- und Wirtschaftssysteme. Die Nahrungsmittelproduktion wird für einige Menschen sehr schwierig werden. Deshalb wird die Weltbevölkerung abnehmen. Ich glaube, dass es zu spät ist, diese Reihe von Krisen abzuwenden. Aber es ist nicht zu spät, aus diesen Krisen zu lernen und sie dazu zu benutzen, Veränderungen in positiver Hinsicht herbeizuführen. Es ist zu spät für eine nachhaltige Entwicklung, weil unser Handeln nicht nachhaltig ist. Aber es ist nicht zu spät, über Anpassungsstrategien nachzudenken und Mechanismen, Institutionen und Kultur entsprechend einzusetzen, um die Krisen durchzustehen und zu bewältigen und das universale Bekenntnis zu den menschlichen Werten einzuhalten, wie etwa Freiheit, Gleichheit, Kunst und so weiter. Was kann man konkret tun, um sinnvoll zu agieren? Ich spreche jetzt offen. Ich glaube, dass es für Nachhaltigkeit zu spät ist. Der Begriff ist ambivalent, wie wir gesehen haben. Aber wenn man versucht zu verstehen, was wirklich mit Nachhaltigkeit gemeint ist, ist es schon zu spät. Nachhaltigkeit ist möglich, wenn man unterhalb der Belastbarkeitsgrenze liegt. Aber wenn man sie schon überschritten hat, bleibt einem nur, auf ein verträgliches Niveau zurückzukehren. Deshalb ist der Ausgangspunkt für meine Überlegungen nicht die Nachhaltigkeit, sondern die Anpassungsfähigkeit. Sie haben gesagt, wir sind nicht mehr auf dem Pfad einer nachhaltigen Entwicklung. Das würde ich für sehr defätistisch halten, vor allen Dingen, wenn Sie das ersetzen wollen durch Resilienz. Ich meine, Resilienz heißt ja nichts anderes, als die Anpassungsfähigkeit der Menschheit zu verbessern. Und für mich wäre das nicht die richtige Message, um Leute dazu zu bewegen, sozusagen von den immer weiter fortschreitenden nicht nachhaltigen Pfaden der Entwicklung zu weniger nicht nachhaltigen Pfaden der Entwicklung zurückzukommen. Wir verhalten uns wie Griechenland, das nur für einen kurzen Zeitraum einen hohen Lebensstandard genoss, indem es Schulden anhäufte. Unsere Gesellschaft genießt einen sehr hohen Lebensstandard, indem wir ökologische Schulden anhäufen. Wir verbrauchen die Ersparnisse, die sich in Millionen von Jahren angesammelt haben. Unsere Ölreserven, unsere Artenvielfalt, die Vorräte an fruchtbaren Böden und an sauberem Trinkwasser. Wir brauchen sie auf und bald müssen wir unsere Ausgaben auf einen nachhaltigen Level zurückschrauben. Das kommt nicht von mir. Das belegen empirische Studien, die die unterschiedlichsten Menschen durchgeführt haben. Sie sagen vielleicht, das ist nicht sonderlich motivierend, mit düsteren Zukunftsprognosen zu leben. Ich gebe Ihnen recht. Aber andererseits bringt es auch nichts zu glauben, dass alle Anstrengungen sowieso vergeblich sind. Man verschwendet viel Zeit und Geld für Dinge, die nie eintreten werden. Ich vertrete die Theorie, dass das gegenwärtige System viele Organisationen und auch Menschen begünstigt.
Es begünstigt sie, indem sie viel Macht und Geld erhalten. Und sie werden alles dafür tun, Anstrengungen, das System zu verändern, zu verhindern. Man erlebt, wie Ölfirmen den Klimawandel leugnen. Man erlebt, wie Chemiefirmen Vorfälle leugnen, die sie mit verunreinigtem Grundwasser in Verbindung bringen. Und so weiter und so weiter. Ich denke, sie werden damit Erfolg haben. Sie haben die Macht und das Geld. Diejenigen von uns, die eine Umkehr wollen, müssen Möglichkeiten finden, Inseln der alternativen Entwicklung zu schaffen, die in einem Meer der Nichtnachhaltigkeit existieren können. Was bedeutet das genau? Nehmen wir zum Beispiel das Währungssystem. Ursprünglich wurde das Geld als Zahlungsmittel von den Phöniziern erfunden, um den Handel zu fördern. Danach entwickelten sich Mechanismen, die es möglich machten, Geld zu investieren. Man investierte in die Vorstellung, dass man dadurch in der Zukunft den Handel intensivieren kann. Später ging es darum, den Besitzstand zu wahren und schließlich zu vermehren. Das meiste Geld in der Welt hat eine spekulative Funktion. Es ist ein Glücksspiel. Es geht den Leuten darum, ihr Geld kurzfristig zu vermehren. Ich glaube nicht, dass unsere globalen Probleme mit dem jetzigen Währungssystem gelöst werden können. Aber wenn ich versuchen würde, das Währungssystem zu ändern, hätte ich die Banken und viele andere gegen mich. Und sie würden gewinnen. Aber ich könnte in meiner eigenen Gemeinde eine sogenannte lokale Währung schaffen, die parallel existiert, um den Handel zu erleichtern und dem Markt wieder produktive Ressourcen zuzuführen. Das ist ein Beispiel, wie man eine Insel der alternativen Entwicklung in einem Meer der Nichtnachhaltigkeit schafft. Das lokale Währungssystem ersetzt nicht das Finanzsystem, es existiert zusätzlich, sodass man später, wenn das Finanzsystem zusammengebrochen ist, immer noch eine Alternative hat. Ich persönlich fördere die Einrichtung von Gemeinschaftsgärten in den USA, wo Menschen anfangen, eigenverantwortlich Lebensmittel zu produzieren. Ich fördere zum Beispiel Holzfeuerungsanlagen und auch Solarenergiesysteme. Ich schaffe Gemeinschaften, die Verantwortung außerhalb des staatlichen Systems übernehmen. Das ist das, was machbar ist. Ich möchte mit einer letzten Übung abschließen. Sie verdeutlicht das, was für mich bei diesem Workshop am wichtigsten ist. Ich werde alle hier im Publikum bitten, zum selben Zeitpunkt zu klatschen. Ich zeige Ihnen, wie. Ich zähle bis drei. Ich zeige es Ihnen noch. Sehen Sie, wie schwierig das ist? Ich zähle bis drei und dann sage ich, klatschen. Und genau wenn ich es sage, klatschen Sie. Wenn es uns gelingt, wird man draußen nur ein Geräusch hören. Also los. Ich zähle bis drei, dann sage ich das Wort. Und Sie machen es genau in dem Augenblick, wenn ich es sage. Eins, zwei, drei. Klatschen. Wir lernen etwas Wichtiges daraus. Handeln ist viel wichtiger als Worte. Sie hörten meine Worte und sahen meine Handlung.
Sobald sie differierten, achteten sie auf meine Handlung, nicht auf meine Worte. Das Gleiche gilt für Sie. Sie kamen mit vielen hochtrabenden Worten über Nachhaltigkeit. Aber wenn Sie nach Hause gehen und nicht nachhaltig handeln, wird das den größten Einfluss haben. Danke.